Eliud Kipchoge ist der schnellste Marathonläufer der Welt und heute zeige ich dir 6 Techniken von ihm, die du kopieren kannst, um kräftesparender, schneller und vielleicht sogar mit weniger Verletzungsrisiko zu laufen. Kipchoge ist als erster Mensch die 42,1975 Kilometer unter 2 Stunden gelaufen. Das entspricht einer völlig absurden Durchschnittspace von etwa 2 Minuten 50 pro Kilometer. Ich kann dir natürlich nicht versprechen, dass du mit seiner Technik genauso schnell wirst wie er, aber ich bin schon überzeugt davon, dass sie dir hilft, deinen Laufstil zu verbessern. Also legen wir los. Ich habe mir hier meinen Ausschnitt rausgesucht, wo Kipchoge in Slow Motion ziemlich gut zu sehen ist. Das ist der Herr hier in dem weißen Singlet. Und wir machen mal direkt auf Pause und schauen uns seinen Fußaufsatz an, indem wir ein bisschen vorspulen. Wie kommt also sein Fuß auf dem Boden auf? Wir sehen sehr gut, er kommt komplett mit dem Mittelfuß auf. Das heißt, die Kraftverteilung ist wirklich über die komplette Fußsohle, was natürlich optimal ist für Langstreckenläufer, für Dauerläufer. Gibt ja auch die anderen Laufstile, hey, mit der Ferse aufsetzen, ist überhaupt nicht gut für den Körper, habe ich schon in vielen meiner Videos behandelt, genauso wie das Vorfußlaufen, super anstrengend für die Achillesferse sein würde, aber er beherrscht das hier wirklich in Perfektion, dass er wirklich richtig gut mit dem Mittelfuß bei jedem Schritt aufsetzt. Als nächstes schauen wir uns seinen Oberkörper an und was man hier wunderbar sieht, ist, dass der leicht nach vorne gebeugt ist. Wir spulen es ein bisschen nach vorne. Hier in der Pause sehen wir es ganz gut. Wenn wir jetzt hier einfach mal eine gerade Linie durch seinen Oberkörper ziehen würden, dann erkennt man wirklich, dass der Oberkörper ganz leicht nach vorne gebeugt ist. Und das Besondere ist tatsächlich, dass er das nicht nur in diesem Ausschnitt durchhält, sondern von Kilometer 1 ja bis zum Ende des Marathons wirklich kontinuierlich durchhält, was wirklich eine große Schwierigkeit ist. Und auch dazu, also der Grund dafür, dass er das schafft, ist tatsächlich, dass er natürlich auch Ausgleichstraining macht, also seinen Oberkörper, seinen Rumpf stabilisiert und da ja eben Krafttraining macht. Und das sieht hier wirklich richtig, richtig fantastisch aus. Wenn man sich mal andere Läufer anguckt, die dann über so lange Strecken wirklich ins Ziel laufen, da ist es dann so, dass der Oberkörper teilweise sogar so ein bisschen zusammenfällt, ein bisschen einfällt und das alles so ein bisschen aussieht wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber Kipchoge macht das hier wirklich optimal mit einem leicht nach vorne gebeugten Oberkörper. Dann haben wir gerade schon den Fußaufsatz besprochen. Jetzt schauen wir uns mal an, wo der Fuß genau aufsetzt im Verhältnis zum Körper. Guck da vor allem mal auf die Knie und wir machen es jetzt hier auf Pause, weil man es hier wirklich optimal und in einer absoluten Perfektion sehen kann. Der Fußaufsatz ist direkt unterhalb des Knies. Das Ganze nennt sich Overstriding, gibt es irgendwie keinen coolen deutschen Begriff für. Und das führt dazu, dass er wirklich kein bisschen Kraft verpulvert. Denn je weiter der Fuß vorne aufsetzt, desto mehr ist ja letztendlich die Kraftverschwendung und so unökonomischer ist der Laufstil. Wenn wir uns hier mal seine Mitläufer angucken und hier mal ein bisschen vorspulen, dann sehen wir an der Stelle zum Beispiel, dass das bei seinem Mitläufer überhaupt nicht der Fall ist. Hier ist das Knie, sein Fuß setzt sehr weit vorne auf. Das führt dazu, dass, naja, in Anführungsstrichen Kraft verschwendet wird. Aber Kipchoge an der Stelle, der setzt wirklich komplett unter dem Knie auf. Die Tatsache, dass Kipchoge so einen guten Fußaufsatz hat, also unterhalb des Knies, das führt dann eben auch dazu, nämlich zum nächsten Punkt, dass die Bodenkontaktzeit wirklich super gering ist. Er setzt den Fuß hier auf und unser Ziel ist es ja wirklich, sich nur ganz kurz vom Boden abzustoßen und dann direkt wieder den nächsten Schritt anzugehen. Das ist bei Elite-Läufern ist das meistens so unter 200 Millisekunden. Und das ist auch hier wirklich fantastisch zu sehen, dass er direkt den nächsten Schritt angeht, der Tatsache geschuldet, dass er eben diesen genialen Fußaufsatz unterhalb des Knies hat.
Ich hatte es im Intro gerade schon erwähnt, Kipchoge läuft ungefähr eine Durchschnittspace von 2 Minuten 50 pro Kilometer. Das ist absurd schnell und schaut euch bitte mal oder schaut dir bitte mal den Oberkörper an, wie ruhig der Oberkörper trotz dieser hohen Geschwindigkeit ist. Er hat eine wahnsinnig geringe Oberkörperrotation. Du kannst das ja mal selber versuchen. Wenn du extrem schnell läufst, wirst du feststellen, dass deine Schultern sehr stark nach vorne, ja, rotieren letztendlich. Und das macht er hier wirklich auch fantastisch. Ich gehe nochmal zurück. Guck dir mal die Schultern an, wie ruhig das ist, wie wenig Rotation da drin ist. Die Arme, die schwingen neben dem Körper mit und unterstützen so die Laufbewegung. Einfach fantastisch. Und jetzt schauen wir uns mal seinen Laufstil an. Wieder bitte merken, er läuft 2 Minuten 50 pro Kilometer. Das ist absurd schnell. Und schau dir mal an, wie leichtfüßig er läuft. Der Kopf ist total ruhig. Der Oberkörper rotiert wirklich nur minimal. Das sieht wirklich richtig, richtig entspannt aus. Und das ist einfach ein Garant auch für seinen Erfolg. Denn wenn man die 42 Kilometer oder über 42 Kilometer verkrampft läuft, dann bringt einem das natürlich herzlich wenig, weil da wirklich jeder Kilometer zur Qual wird. Aber schaut euch das mal an. Das ist also, boah, da geht mir das Herz auf, wenn man sich diesen Laufstil anguckt. Leichtfüßig, entspannt und immer straightforward. Vielleicht hast du jetzt auch Bock, die Technik von Kipchoge umzusetzen und dein nächstes läuferisches Ziel in die Tat umzusetzen. Wie wär's zum Beispiel mit einem Halbmarathon? Das ist eine super Distanz und mit dem richtigen Training auf jeden Fall machbar. Und genau dafür habe ich einen Trainingsplan entwickelt. Der ist so aufgebaut, dass du deine Ausdauer wirklich entspannt und mit abwechslungsreichen Einheiten steigerst. Und es geht darum, dass du wirklich mit Spaß trainierst und das Training gut in deinem Alltag unterbekommst. Du kannst deine absolvierten Einheiten auf dem Trainingsplan abkreuzen und hast so ja immer einen Fortschritt oder deinen Fortschritt besser gesagt im Blick. Zusätzlich zum Trainingsplan bekommst du noch die passenden Fitnessvideos, 3 Ratgeber mit den wichtigsten Halbmarathon-Tipps und über 60 Übungen für mehr Power und ein besseres Körpergefühl. Insgesamt dauert der Trainingsplan 3 Monate und der wird auf umweltfreundlichem Recyclingpapier gedruckt und eben zu dir nach Hause verschickt. Und das alles natürlich im stylischen Runner's Flow Design. Den Link zum Halbmarathon-Poster, den findest du hier unten in der Videobeschreibung. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du die Lauftechnik von Kipchoge auch so beeindruckend findest wie ich. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.